Timo Werner mit den tiefen Läufen, also mit den Sprints hinter die Dreierreihe. Spiel dazu. Das ist das, was sie öfter durchaus sehen wollen. Ihn einbinden im Spielaufbau. Cup. Top als Vorbereiter. Sané. Er auf Premier League Style umschalten. De Jong. Zum Spiel und nicht immer nur links oder rechts den Kurzpass zum Nebenmann. So sind immer gleich 3, 4. De Jong. Alle Achtung. So, Raum. Wenn man Ergebnisse gegen die Top-Mannschaften, das 0-6 in Spanien als negativen Höhepunkt im Kopf hat, die Mannschaft präsentiert sich hier wirklich gegen einen sehr guten Gegner. Absolut überzeugend. Und schon Schöpfer-Satz. İlkay Gündoğan. Frenkie de Jong stoppt ihn. De Ligt und De Jong. Mit einer Bewegung Müller ins Leere laufen lassen. Mit der nächsten Depay-Frei. Noch bedrängt von Gegenspielern. Trotzdem guter Angriff und ein bisschen Hoffnung. Rüdiger im Duell mit Depay. Spiel läuft erstmal weiter. De Jong. Irgendwer muss ihn aufhalten, De Jong. Rüdiger. De Jong. Kurz ausgeführt. Ja, gute Variante. Und, nicht nachvollziehbar, warum der zurückgenommen wurde. Jetzt hoffen wir erstmal, dass die deutsche Mannschaft die Nachspielzeit auch noch ohne Gegentor übersteht. Ist der gut am Ball, dieser Frenkie de Jong.